Hallo, moin moin zusammen, liebe Freunde, was geht ab bei euch? Ich heiße euch heute zu meinem allerersten World of Warcraft Mount Guide herzlich willkommen, und zwar aus gegebenem Anlass. Im Moment findet ja noch in World of Warcraft selber das sogenannte Braufest statt. Das geht immer 2 Wochen im Jahr. Das geht dieses Jahr vom 20. September bis zum 6. Oktober. Angelehnt ist es an das Münchner Oktoberfest, was ja auch noch läuft im Moment. Und genau, zu finden ist es auf der Horde-Seite, direkt vor dem Haupttor von Orgrimmar. Geht ihr den Weg hier einfach ein Stück runter, und wo mein Pfeil ist, nördlich des Donnergrats, da ist es auf der Horde-Seite aufgebaut. Die Spieler der Allianz, die gehen in die östlichen Königreiche, und zwar genau nach Dun Morogh, also in das Gebiet der Zwerge und Gnome. Vor Eisenschmiede geht ihr den Weg hier einfach runter, und am Ende des Weges, bevor diese Kurve kommt, ist hier quasi das Braufest aufgebaut auf der Allianzseite. Genau. In diesem Video geht es um die beiden Reittiere, die ihr während des Events bekommen könnt, und zwar nur während des Events bekommen könnt. Das macht das Ganze natürlich auch noch mal ein bisschen besonderer, weil die kann man nur 2 Wochen im Jahr quasi bekommen. Und zwar geht es einmal um den sogenannten großen Braufest-Kodo. Den zeige ich euch auch einmal, wenn ich aufmounte. Also ihr seht schon, ist schon ein ziemlich cooles Mount auf jeden Fall. Ist auch von den Verzierungen genau wie so vom Braufest gemacht. Also ist schon echt cool auf jeden Fall. Und dann gibt es noch den sogenannten Braufest-Widder. Das ist einmal der Kollege hier. Ist auch ziemlich cool gemacht. Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bekommt man diese Reittiere? Das ist eigentlich relativ simpel. Es gibt passend zu diesem Event, habt ihr noch eine sogenannte Event-Instanz, die findet ihr im Dungeon-Browser. Wenn ihr also zum Beispiel I drückt oder unten auf das Auge drückt, geht ihr dann quasi im Dungeon-Browser selber auf diesen, bei Typ, auf den Pfeil nach unten. Da habt ihr dann die Instanz Koren Düsterbräu. Die wählt ihr an. Genau, das ist diese Event-Instanz. Und ihr seht schon, als Belohnung bekommt ihr Gold, bisschen Erfahrungspunkte, weil mein Char ist noch nicht auf Maximalstufe. Sage ich euch gleich, warum ich den genommen habe. Und hier, darauf kommt es nämlich an. Die fassförmige Schatzkiste. Ihr seht, das ist in lila Schrift geschrieben. Das ist auch sehr wichtig, denn es gibt auch eine fassförmige Schatzkiste in grüner Schrift. Und zwar ist es levelbedingt. Das heißt also, ihr könnt das Mount, das ist ganz wichtig, nicht mit jedem Char jedes Levels looten. Also ihr könnt da nicht mit einem Level 10 Char reingehen oder mit Level 20 Char. Ihr müsst mindestens einen Charakter auf Stufe 48 haben. Aktuell ist es zumindest noch so, um das Mount quasi aus dieser fassförmigen Schatzkiste looten zu können. Alles, was drunter ist, da habt ihr leider keine Chance, das Mount zu bekommen. Ja, also immer im Auge behalten. Wichtig. Mindestens ein Charakter der Stufe 48 für das Mount. Genau, wie sich das in den zukünftigen Add-ons dann ändert, wenn das Level wieder steigt, das weiß ich natürlich zu dem aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Auf jeden Fall im Moment ist es noch so. Genau, da ist das Mount dann quasi drin. Nicht 100%, natürlich nicht, man kennt ja Blizzard. Geschenkt gibt es da nichts, das muss man erstmal farmen. Und zwar die Chance auf den Braufest-Kodo liegt laut Wowhead zwischen 3 und 4% und auf den Braufest wieder zwischen 2 und 3%. Also ist ein bisschen Farmarbeit. Genau, was es noch zu beachten gibt, was auch noch ganz wichtig ist, ist Folgendes. Ihr könnt die Kiste bekommt ihr einmal pro Charakter am Tag. Also es macht keinen Sinn, wenn ihr damit mit einem Char 5-mal reinrennt oder 10-mal am Tag. Ihr bekommt diese Kiste nur ein einziges Mal am Tag. Also immer schön dran denken, Hauptcharakter und Twinks. Jeden Tag einmal durch. Ja, nicht vergessen, damit ihr das Mount auch irgendwann bekommt. Ich habe selber schon, als ich mit Mount Farm 2014 angefangen habe, direkt in dem Jahr beide bekommen. Ich bin damals mit meinen Charakteren jeden Tag da reingegangen, habe die Ini gefarmt. Und ich würde mal sagen, wir schnacken gar nicht lang rum, wir melden uns mal an. Ihr werdet sehen, warum habe ich mich auf meinen Druiden-Twink umgelockt und sicher auch nicht auf meinen Main Hunter, einfach wegen der Wartezeit. Es geht einfach schneller, wenn du mit einem Tank oder mit einem Heiler joinst. So, ich würde sagen, wir gehen mal rein, melden uns an und dann schauen wir mal, wie lange es dauert, bis wir quasi in die Instanz reinkommen.
Ja, ich denke mal, als Tank wird es jetzt nicht so lange dauern und als Heiler. Das geht ja meistens immer relativ schnell. Ja, bis es soweit ist, können wir mal hier runter zum Braufest laufen. Und ich meine, ihr seht ja selber, ist schon ziemlich cool gemacht eigentlich. Hier sind die ganzen verschiedenen Stände mit den Getränken und den, ja, Nahrungsmitteln, die man sich hier kaufen kann. Ja, ist auf jeden Fall echt witzig gemacht, auch mit der Musik und so. Und genau, hier habt ihr dann noch so einen Eventhändler. Den guten Blix Fixtant auf der Hordenseite. Der hat dann so verschiedene Sachen, die ihr dann für die Eventwährung quasi eintauschen könnt. Genau, von Transmog über Haustiere, über so Erbstückaufwertung könnt ihr euch alles dafür quasi holen. Ja, was es damit noch genau auf sich hat, könnt ihr mir gerne in die Kommis schreiben, wenn ihr Bock habt, dass ich euch mal so einen Guide mache über die verschiedenen Events oder Aktivitäten am Braufest. Lasst es mich wissen, dann mache ich euch das für euch gerne. Entweder noch dieses Jahr oder halt sonst nächstes Jahr, dann, wenn es dann soweit ist, sage ich mal. Ne? Deswegen. Ja, bin mal gespannt. Also, invite-mäßig sollte es eigentlich bald losgehen, denke ich mal. Also, Durchschnittswartezeit 1 Minute steht da. Wir sind aber schon ein bisschen drüber. Also, es kann nicht mehr so lange, sage ich mal, dauern. Genau. So. Ja, mein Druide ist halt noch nicht so hoch vom Level, deswegen. Der ist Level 55, der ist so noch mitten in der Levelphase. Und ja, ich dachte, wie gesagt, als Tank joint man einfach schneller. Und ihr seht, plopp, da ist der Invite. Da gehen wir doch direkt mal rein, schnacken wir gar nicht lange rum. Und ihr seht, haben wir auch schon alle angenommen. Dann schreiben wir jetzt mal Hi. So, ich gehe direkt in meine Bärengestalt. Genau. Und dann rede ich jetzt mit dem Koren Düsterbräu. Ich laufe zu ihm hin. Dann beleidige ich ihn quasi und dann sage ich, kämpft. Und jetzt geht's schon los. Ihr seht schon, jetzt habe ich den Jago quasi von dem Boy gezogen mit ihm und seinen, ja, seinen Volksleuten hier, den Zwergen da, die da mit bei ihm rumchillen. Aber ihr seht schon selber, der Boy hält nicht viel aus und ist auch schon platt. Ja, wie das mit dem Fass aussieht. Genau, ihr seht, das war's eigentlich schon. Ihr könnt ihn auch noch looten. Manchmal kriegt ihr da noch irgendwie so Items, ne? Ja, aber ist eher was für Twinks. So, jetzt sagen wir noch Danke, BB. Und dann gehen wir aus der Instanz einmal raus. So. Ja, ich hätte nicht direkt den maximalen Def-CD da ziehen müssen mit der Baumrinde da. Aber ich habe gedacht, komm, man weiß ja nie, was da für ein Schadensoutput reinkommt. Und lassen wir erstmal so. Weil es auch nicht gemaxt, der Char. Also, Leute, da sind wir wieder. Und ihr seht schon, es geht um dieses schöne Item hier. Und zwar um die fassförmige Schatzkiste. Und wie gesagt, in der Schatzkiste könnt ihr die Mounts drin haben. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Ja, 15 Braufestmarken ist der Standard. Meistens kriegt man immer nur Braufestmarken. Manchmal hat man noch ein Item drin. Und wie gesagt, wenn ihr ganz lucky seid, die Mounts. Ne? Ja, also deswegen würde ich mal an der Stelle sagen, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet damit ein bisschen was anfangen. Auch die Spieler, die vielleicht noch eher ein bisschen neuer sind in WoW. Und ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr die Mounts dieses Jahr noch bekommt. Und da würde ich mal sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Mount Guide wieder. Danke fürs Zusehen und ein schönes Wochenende.